Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit dem Haus hinter uns beschäftigt und da haben wir doch so einiges noch herausgefunden und sogar Parallelen zu Josh ziehen können. Ja, und ich würde sagen, jetzt machen wir uns erstmal auf hier an der Küste entlang und schauen da mal, was es noch so gibt. Die Ecke habe ich, soweit ich weiß, schon durchsucht. Heißt, wir können. Kann ich da runter? Nein, natürlich nicht. Es wäre aber schön, wenn du an diesen mini kleinen Ästchen hier vorbeilaufen könntest. So. Überall bleibt man hängen. Aber wir kommen auch weiter. Josh ist so ruhig. Das macht mir etwas Angst. Als ob er gerade noch verarbeitet, worum es beim letzten Mal ging. Da können wir nicht hoch. Was haben wir denn da für ein Häuschen? Das ist Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2, kann ich dann nachher links Josh? hoch? I have a little confession to make. I'm actually glad I met you. Oh, all right. I think you just made me blush. Ja, sowas ähnliches habe ich ja bei der letzten Folge schon gesagt. Skizze anfertigen, Moment. So. Ich weiß nicht wovon, aber wir schauen uns die mal eben an. Ah, okay. Deswegen kam das jetzt im Sand. Ist hier noch irgendwas drin, was wir I wish we could have eventuell. met in person. You want to see my pretty face? I admit, I wouldn't mind knowing what you look like. If you can set me free, who knows? Maybe I'll crystallize into a prince. Wohl eher in einen Frosch. Do you come on a white horse? If we can figure out why I'm stuck here, maybe we can make that happen. Darauf falle ich nicht rein, genau. I hope you're worth it. So. Aber ich finde es immer wieder toll, wie die beiden sogar so ein bisschen miteinander flirten, aber sich auch wirklich gut verstehen. So wie es rüberkommt. Hatte ich jetzt nicht. Genau, den Stein wollte ich mir angucken. Karte? Hallo, gerade ging es so noch? Okay. Keine Notizen dazu, aber ja, es ist im Endeffekt eine Karte hier von der Gegend, würde ich sagen. Da kann man nichts mitmachen. Ich denke mal, auf dem Plumpsklo ist mal wieder nichts, ne? Aber ich schaue trotzdem immer mal wieder rein. Ich bin ja so ein kleiner Sadist. So. Das hat man mir übrigens gestern in Let's Play auch gesagt. Da habe ich die Errungenschaft Sadist erhalten. Oh je. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr alter Ofen. Oh, hier ist was. Whose journal is this? Nora. That's Pixie's mother. Yeah, the woman from the picnic. And from the eulogy in the priest's notebook. Remember? 25. Juni 1833. Wie soll man anfangen? Wir haben heute Mutter und Callum beerdigt. Ein schwerer Tag mit mehr Trauer, als man verkraften kann. Und doch leuchtet die Sonne weiter. Obwohl es Juni ist, habe ich an Coleridge's Worte gedacht. Komm, komm, du trüber Dezemberwind, und puste die trockenen Blätter vom Baum. Dieser Refrain wiederholte sich im Rhythmus meines klopfenden Herzens, als wir Cordelia Crown zur Ruhe legten. Sie und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten und unseren Kummer, aber ihre Liebe und Hingabe zu Pixie kann ich nicht bestreiten. Sie hielt das Mädchen in den Armen, als sie weinte. Ich hielt das Mädchen in den Armen, als sie weinte. So viel Schmerz für so eine kleine Person. Aber wir überstehen es. Was andere können. Was anderes können wir nicht tun.
Natürlich bleibt die Frage offen, warum Callum und meine Mutter zusammen in der Lodge waren. Was hatten sie miteinander zu tun? Man wird die Wahrheit vielleicht nie erfahren, aber man kann darüber spekulieren. Geheimnisse halten die Toten im Gedächtnis. Sie bleiben lebendig, während wir verzweifelt versuchen, ihre Geheimnisse zu ergründen. Aber ich höre Pixie und ich muss mein süßes Mädchen trösten gehen. Nora. In liebevollem Gedenken an, gestorben am 18. Juni 1833, Alter 51. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist es, das zarte Band zu brechen. Von Herzen, die die Liebe sprechen, unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer... Moment. Von Herzen, die die Liebe kennen, unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, wir dich niederlegen, friedlich in dein Grab geborgen, für Andenken und den Ehren wegen, bis wir in dein himmlisch Antlitz schauen. Na, das war jetzt aber nicht so... ganz gereimt. Okay, da hinten geht's noch weiter. Ich guck erstmal hier. Is that hair? Yes. To remember the deceased. Haare. Zur Erinnerung an Verstorbene. Klingt ekelhaft. 1782 bis 1833. Okay. Keine Mutmaßungen, keine, ist da noch was drin? Das, so you always know where to find me. Who's it from? It doesn't say. Du wirst also immer wissen, wo du mich finden kannst. Pixie Stäubchen. Okay. Wie soll es weitergehen? Das zu entscheiden ist das Schwierigste, was es gibt. Und manchmal braucht man Hilfestellung, um seinen Weg zu finden. Feenstaub. Glauben die Menschen wirklich an Märchen? So, dann schauen wir aber nochmal. Ah, da ist nämlich noch was. She looks sore, all right. Maybe she's angry. Das ist richtig. Gut, das ist jetzt aber das Letzte. Okay. Eine Mutter, ein Vater, ein weinendes Kind. Nicht gerade das übliche Porträt einer glücklichen Familie. Ja. Gehen wir mal in die Schlafkammer. She was married. Always. My love. Sounds nice. I'd like that. Always. 15.10.1819. Steht da denn noch ein Name drauf? Nee. Für immer. Das kommt mir ziemlich lang vor. Würde mich jemals jemand lieben? Für immer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Achso, damit kann man... Okay. So, da ist noch was. Coleridge. His words get me every time. I wandered lonely as a cloud. That floats on high o'er vales and hills. That's Wordsworth. I like him better. Der Reim des alten Seefahrers in 7 Teilen. Einen alten Seemann gibt's, der hält von dreien einen an. Was will dein glühend Aug von mir, graubärtiger alter Mann? Macht Hochzeit doch der Bräutigam, nah sind verwandt wir beide. Das Fest beginnt, versammelt sind die Gäste rings um Freude. Er hält ihn mit der dürren Hand, war stattlich einst und groß. Ein Schiff, lass los, du alter Narr. Stracks ließ die Hand... Was? Stracks ließ die Hand er los. Hä? Okay. Okay.
Da ist nichts drin. Hier ist sonst auch nichts mehr, so wie es aussieht. Dann. I remember Nora on that beach with her daughter Pixie. It was their home. What are you thinking? It's so weird that you're in my head, but you can't know what I'm thinking. You should be glad. So, what's on your mind? That lock of hair? Nana, who is she? Her grandmother, I presume. Oh, very clever, aren't you? Who is the grandmother? Carrie, wer war jetzt Carrie? Your daughter is Pixie, right? Yes, she lived in that house with her mum. Is she a crown too, then? Is she Pixie Crown? And that makes her the granddaughter of Cordelia Crown. Oh, das ist so blöd, wenn man sich noch nicht mal alles durchlesen kann und das Ganze dann schon weg ist, also schon ausgelaufen ist. Also das ist wirklich das Einzige, was ich an diesem Spiel sehr negativ empfinde. Weil man sich die Antworten teilweise noch nicht mal alle durchlesen kann. Oh, da müssen wir hochklettern. Okay, dann gucken wir hier nochmal kurz. Aber ist ja logisch, dass man hier rumläuft und dann an so Ranken hochklettert. Hallo? Okay, da liegt nichts mehr. Ich warte ja immer noch darauf, wenn man hochklettert, dass einen irgendwas anspringt. Die drei Schwestern. Was an diesem Ort dort deutet jetzt auf drei Schwestern hin? Ich hab's gar nicht. Hallo? Bist du sowas wie Fußspuren? Ja. I love you, Tig. You know that. You and me, we're both fighters. So you're gonna have to be strong without me. You're gonna have to keep watch. Make sure no one enters this beach without me knowing about it, okay? Might be Daddy. And I might not be here. And I can't miss him. I can't not talk to him, or he might leave again. But if I tell him I love him, if I tell him I'm sorry, then he'll stay. I know he will. Okay, Tig? I'll be back before nightfall, so you're not alone. I know you're scared of the dark. Und die Mutter stand hinten in der Ecke, oder wie? Also, schauen wir erstmal hier. Ob da noch irgendwas Sammelbares ist? Ich denke mal, da geht es dann weiter, ne? Ah, da hinten ist was. Sehr schön. 1st of July 1941. My sweet elfins. Today I found a letter from a young girl called Pixie, whose father left the islands many years ago. She is filled with longing and searches for him continuously. How her story broke my heart. Have I caused you, my daughters, such immense sorrow? Am I the cause for tears? I too sailed away and left you behind. Know that leaving you was the hardest thing I've ever done. Know that my love for you is the one thing that keeps me strong. There's nothing I can say to make it right. I just hope you forgive me. And in truth, I hope you've forgotten me, so that I do not bring you such sorrow. Your loving father. I don't believe this guy. He's a man with regrets. Unable to fix his mistakes. You like him? I get him. Okay. Ich verstehe ihn,
würde eigentlich ja eher darauf hindeuten, dass er selber mal Kinder hatte. Moment, das war jetzt der... Ja, ja, das war jetzt der Brief von gerade, genau. Ich wollte aber eigentlich... Nee, ich will keine Briefe haben. Ich wollte wissen, was sie jetzt eben gezeichnet hat. Ah, sie hat sich vorgestellt, wie sie hier drin gewesen ist. Okay. So, weil das haben wir eben nicht gemacht vorher. Why did she keep these here? Why not back at the house? My bet is she didn't want Nora to know. Scheinbar nichts drin. Mein Herz schmerzt, wenn ich über all diese abgenutzten Stiefel nachdenke. So viel Freiheit, die Möglichkeit, hingehen zu können, wo man will. Einfach selbst entscheiden zu können. Ich kann mein eigenes Blut rauschen hören, wenn ich nur daran denke. Is this a backpack? Shoulder bag, used specifically when hiking. Looks like she did a lot of that. Ja, aber öffnen kann ich das anscheinend nicht. Okay. Na? Kommt da jetzt der Rucksack? Okay, sie möchte nicht. Auch gut. I used to draw maps like these. Of imaginary worlds with fairies and mermaids. Why did you stop? I had to grow up. Okay, Nessie ist auch mit dabei. Schwarze Glocke. Pferde. Obwohl Pferde, da hatten wir ja was mitbekommen. Pferde gab es ja anscheinend hier. Auf der Rückseite steht nichts. Josh, it's Tig. She loved that stuffed animal so much. I had a soft dog like that. I would hug it every night, needing its little head on my chest to fall asleep. I still have it on my boat. Okay, aber da kann man auch nichts mitmachen. Ich liebe Tig. Nichts wird sie unterkriegen. What was she looking for? Tja. Man könnte ja einfach mal da durchgucken, durch das Fernglas, aber gut, das sind nur da unten die Sandbänke, ne, wo sie drauf guckt. Oh, this is interesting. She really did picture herself as a true detective. 14. September 1831. Ich war heute wieder in Little Rook, wie ich es liebe, am Ufer entlang zu laufen. Ich habe drei wunderbare Muscheln gefunden, aber dieses Mal war ich geschäftlich dort. Gespräch mit Mr. Coxwell. Ich wollte mit Mr. Coxwell allein sprechen. Also traf er sich mit mir in Little Rook, in der Nähe von Land's End, wo uns niemand sehen konnte. Er versprach Mutter nicht zu sagen, dass ich unbeaufsichtigt kam. Notizen, die ich während unseres Gesprächs gemacht habe. Erstens, laut Mr. Coxwell hat mein Vater die Inseln geliebt und meine Mutter auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das nur sagt, damit ich mich wohler fühle. Zweitens, er sagt, er wisse nicht, warum mein Vater gegangen sei, aber er deutet an, dass mein Vater vielleicht in etwas verwickelt war, in das er nicht hätte verwickelt sein sollen. Mehr wollte er nicht sagen. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen müssen. Vielleicht eine Reise nach Dark Rook? Dort gibt es Geschichten über alte Piraten und Schmugglerbanden. Drittens, er sagt auch, dass mein Onkel meinen Vater viel besser kannte als jeder andere. Ich verstehe nicht, warum Onkel Callum dann nicht mehr über meinen Vater sprechen will. Ist er traurig? Oder weiß er mehr, als er sagen will? Morgen fahre ich nach Dark Rook. Es ist mir egal, was Onkel Callum sagt. Wenn Dark Rook kein Ort für eine Dame ist, hätte er mir die Pixie Dust nicht geben sollen. Ich bin eine Detektivin und ich muss dort einen Hinweis geben. Also muss ich gehen. Ich muss nur sicherstellen, dass niemand sieht, wie ich in See steche. Sonst sagen sie es Mama oder Oma. Okay, sie war offenbar entschlossen, bereit, sich ins Ungewisse zu stürzen.
Soll das jetzt der Vater sein hier, denke ich mal. Welch ein Mut. Ich verstehe die Faszination der Sümpfe und Strände. Aber was hoffte sie zu finden? Doch nicht etwa ihren Vater? So ein Unsinn. Ich frage mich, haben sich diese Inseln sehr verändert, seit sie diese Karte gezeichnet hat? Sie hat Dark Rook nicht eingezeichnet. Okay. Oh, I love this. I wish I had a necklace like that. Maybe someday. When you're all grown up. Aber die ist kaputt, ne? Das hat sie schon gesehen. Bring mich zum Ozean. Ich will mehr davon. Das Kribbeln der Furchen, die sich in meine Fingerspitzen drücken, bringt mich in eine andere Zeit zurück. Zurück zu ihr. Zu Mama? Okay. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte so aus der Fantasie heraus, sage ich mal, zeichnen, wie die das hier macht. Ich kann sehr gut abzeichnen, das gebe ich zu, aber ja, eben abzeichnen. She's nothing like me. Was? Es ist ja auch total sicher, über so eine Leiter zu gehen. I don't understand why she kept looking for her dad. Because she believed in him. Isn't there anything you ever believed in? With your whole heart? I believed in Santa Claus, but he never came after my mom died. Tja. Ja, ich würde jetzt allerdings sagen, bevor ich jetzt hier irgendetwas Neues triggere, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, weil ich denke mal, dass alles, was jetzt hinter diesem Tor liegt, wenn wir überhaupt da durchkommen, dass das jetzt doch wieder eine größere neue Geschichte sein wird. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.